Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem aber sehr geehrter lieber Herr Hagmann, gemeinsam mit Christine Eckel und Sven Fritz darf ich Sie nach mehr als einem Monat des Siechtums und des verspäteten Winterschlafs zum fünften Vortrag unserer Ringvorlesung Tradition wird gemacht, Geschichte, Erinnerung und Selbstverständnis der Bundeswehr ganz herzlich begrüßen. In der Zwischenzeit hat sich einiges im Hinblick auf eben jene Themen, die wir im Rahmen dieser Ringvorlesung mit Ihnen diskutieren wollen, getan. Ende März hat die Bundesverteidigungsministerin hier bei uns im Hause gesprochen und den Wechsel im hiesigen Präsidentenamt vorgenommen. Dabei hat sie mit bemerkenswerter Präzision auch die Funktion von Universitäten gerade für die Bundeswehr erfasst. Ich zitiere: Der Nüchternheit und Klarheit von Wissenschaft und Forschung verschrieben, gehöre zu den vornehmsten Aufgaben der Universität die unermüdliche Wahrheitssuche. Wahrheitssuche heißt dabei, im Kern nicht den Anschein, sondern den Nachweis zu suchen, mit Respekt die Debatte zu führen, bereit zu sein, zuzuhören, weil Argument und Gegenargument zum demokratischen Meinungsbildungsprozess gehören. Sich also Neuem gegenüber aufgeschlossen zu zeigen, sich einzulassen auf den intellektuellen Austausch, auf die Neugierde des Forschens, heißt es, auf den Diskurs in der selbstbewussten und offenen Gesellschaft, wie die Ministerin in Anlehnung an Karl Popper formuliert. Dies stünde uns in der Tat im Rahmen dieser Ringvorlesung auch gut an. Eine weitere Entwicklung betrifft den Themenkreis dieser Veranstaltung ganz unmittelbar. Die formale Inkraftsetzung eines neuen Traditionserlasses, dessen Zustandekommen ich bei der Eröffnung dieser Ringvorlesung im Januar nur andeuten konnte. Wahrte der alte Traditionserlass von 1982 bewusst Distanz zum konkreten historischen Bezugsrahmen der deutschen Militärgeschichte? Der Begriff Wehrmacht zum Beispiel findet sich im 82er Erlass kein einziges Mal. Bemüht sich der nun gültige Erlass unter dem Rubrum historische Grundlagen, Bewertungen vorzunehmen, die die historische Zunft mal überzeugen mögen, mal etwas konsterniert zurücklassen dürften. Im Zentrum aber steht die explizite, nicht verhandelbare Abkehr von jenen Residuen der Wehrmachtstraditionspflege, die in Teilen der Bundeswehr im Grunde bis heute teilweise zumindest noch angelegt ist. Im Übrigen häufig unausgesprochen, manchmal auch als unreflektiertes Versehen. Hier heißt es im Unterkapitel Ausschlüsse, ich zitiere, der verbrecherische NS-Staat kann Tradition nicht begründen, für die Streitkräfte eines demokratischen Rechtsstaates ist die Wehrmacht als Institution nicht traditionswürdig. Diesem Komplex der Frage nach dem, was die Wehrmacht war und angerichtet hat, wollen wir heute systematischer nachgehen. Zum Auftakt der Ringvorlesung hatten wir darauf hingewiesen, dass sich seit 1982 nicht nur Gesellschaft und Politik der Bundesrepublik Deutschland oder die Bundeswehr in Selbstverständnis und Funktion fundamental verändert haben, sondern auch die Geschichtswissenschaft. Kein Forschungsfeld dürfte dabei impulsiver, kontroverser und im öffentlichen Raum rabiater beackert worden sein als die Frage nach den Wehrmachtsverbrechen im Zweiten Weltkrieg. Heute hat sich dies zumindest in der Geschichtswissenschaft beruhigt. Zeit also zu bilanzieren. Und es ist uns gelungen, für unsere hauseigene Bilanz heute Abend dieser Debatte um die Verbrechen der Wehrmacht ein wirkliches intellektuelles Schwergewicht zu attrahieren, Dr. Christian Hartmann vom Institut für Zeitgeschichte, für dessen Bereitschaft heute hier im Rahmen der Ringvorlesung zu uns zu sprechen, wir ihm ganz ausgesprochen dankbar sind. Christian Hartmann dürfte Ihnen allein aufgrund seiner steten medialen Präsenz in den letzten Jahren zumindest etwas vertraut sein. Als Projektleiter am IFZ, dem zwischen 2012 und 2015 die wissenschaftliche Edition von Hitlers Mein Kampf oblag, sah sich ein ums andere Mal gezwungen, das Projekt selber und häufig auch die Editionsprämissen öffentlich zu verteidigen. Trotz zumeist widriger Umstände und der ein oder anderen politischen Turbulenz ist es ihm mit seinem Projektteam gelungen, 2016 die, so bleibt zu hoffen, definitive kritische Edition der Schrift vorzulegen. Für unsere Ringvorlesung entscheidend freilich ist das Hartmannsche Profil
im Bereich der Militärgeschichte von NS-Zeit und Zweitem Weltkrieg und hier vor allem im Hinblick auf die Wehrmacht. Dieses Forschungsinteresse bildet sich bereits früh ab. In der Dissertationsschrift beispielsweise in den späten 1980er Jahren bei Andreas Hillgruber in Köln entstanden, die sich 1993 erschien als erste umfassende biografische Studie mit dem Generalstabschef des Heeres Franz Halder befasst. Nach Station als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referent am Auswärtigen Amt in Bonn und am Brandenburgischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Potsdam ist Herr Hartmann seit Januar 1993 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte in München tätig. Dort war er nicht nur lange Jahre stellvertretender Chefredakteur der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, sondern zwischen 1999 und 2009 auch Leiter des Forschungsprojekts Wehrmacht in der NS-Diktatur, dessen Wirken ganz wesentlich zur Versachlichung der Debatte beigetragen hat. Auf dieses Projekt geht auch maßgeblich seine gewichtige Studie Wehrmacht im Ostkrieg, Front und militärisches Hinterland 1941-42 zurück, eine Glanzleistung moderner Militär- und Kriegsgeschichte, wie Hans-Ulrich Wehler die Arbeit von 2009 genannt hat. Ausfluss des Projekts sind zudem Studien wie der Deutsche Krieg im Osten 1941 bis 1944, Facetten einer Grenzüberschreitung ebenfalls 2009, die Hartmann gemeinsam mit den Kollegen Johannes Hürter, Dieter Pohl und Peter Lieb, den wir beim letzten Mal gehört haben, verantwortet. Der Titel seiner heutigen Ausführung deutet sich bereits in einer Beck-Überblicksdarstellung von 2005 an, Verbrechen der Wehrmacht, eine Bilanz, die er gemeinsam mit Johannes Hürter und Ulrike Jureit veröffentlicht hat und die seit 2015 in zweiter Auflage vorliegt. Nicht unerwähnt lassen sollte ich die veritable Bundeswehrbiografie Christian Hartmanns. Er ist Oberstleutnant der Reserve und seit Jahren als Dozent an unserer Geschwisteruniversität in München bzw. der Führungsakademie hier in Hamburg tätig. 2016/17 war als Strategic Advisor im Rahmen der European Union Training Mission in Mali im Einsatz und hat, so habe ich in Erfahrung bringen können, dort erfolgreich auf die Sicherung militärhistorischer Bestände in Bamako, also im Grunde auf das malische Archivwesen, hingewirkt. Dabei will ich es belassen mit meiner Einführung. Lieber Herr Hartmann, wir freuen uns ganz außerordentlich, Sie heute hier bei uns zu haben. Und ich würde Ihnen das Podium übergeben. Zunächst mal Ihnen, lieber Herr Professor Jonas, herzlichen Dank für die Einladung, für die Vorstellung. Ich bin ganz beschämt. Und Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Kommen und auch für Ihr Interesse, weil ich heute Abend über ein Thema vortragen möchte, das eigentlich gar nicht schön ist. Das liegt nicht allein daran, dass hier primär von menschlichen Abgründen die Rede ist, und es liegt auch nicht nur an der Dimension der Verbrechen oder an ihrem Charakter. Dennoch, vorab, damit klar wird, wovon wir eigentlich sprechen, ein Beispiel. Es war im Spätherbst 1942 in Schitomir in der Ukraine. Der dortige Wehrmachtstandortkommandant wollte Ordnung schaffen in den Lagern, die ihm unterstanden. Deshalb ließ er an den höheren SS- und Polizeiführer eine Gruppe sowjetischer Kriegsgefangener überstellen, ungefähr 100 Mann. Es waren Kriegskrüppel, nach Auffassung der deutschen Besatzer unnütze Esser. Daher seien sie, so der Auftrag, zu liquidieren. Immerhin versuchte noch ein Polizeioffizier alten Schlags, diesen Auftrag aus den Reihen der Wehrmacht zu revidieren. Anscheinend hatte man doch Skrupel angesichts von Delinquenten, bei denen es sich, und jetzt Zitat, durchweg um Schwerkörperbeschädigte handelt. Einige fehlen beide Arme oder beide Arme, andere eines der Glieder. Einige besitzen zwar noch alle Glieder, weisen dafür aber andere schwere Körperbeschädigungen auf. Zitat Ende. Am Ende aber wurde auch dieser Auftrag durchgeführt.
Hinrichtungstermin war der Morgen des 24. Dezember 1942. Offenbar wollte die SS das Ganze noch vor der Weihnachtsfeier über die Bühne bringen. Dies wäre eigentlich ohne Spuren geblieben. Aktenkundig wurde das Ereignis nur, weil es den Gefangenen gelang, ihre Henker zu überwältigen und zu erschießen, sodass am Ende 22 Gefangene fliehen konnten. Kurze Bemerkung noch zu den Bildern. Das sind natürlich jetzt nicht von dem dortigen Ereignis. Das ist ein sowjetischer Kriegsgefangener unmittelbar vor seiner Erschießung im Konzentrationslager Sachsenhausen. Die Deutschen haben die Leute vorher noch mal fotografiert. Das andere, auch ganz interessant, das ist ein Wehrmachtsdeserteur, der über eine andere Erschießung in Schitomir den Schweizern berichtet hat und diese Skizze angefertigt. Aber ich denke, es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn man sich sowas vergegenwärtigt. Von solchen Verbrechen wird in der nächsten Dreiviertelstunde die Rede sein. Schön ist das wahrlich nicht. Hinzu kommt, die Rollen sind klar verteilt. Die Deutschen sind hier meist die Bösen, die Täter häufig Soldaten, so wie Sie und auch so wie ich. Eine solche Konfrontation ist nicht angenehm. Ich spreche aus Erfahrung. Mir ist weder unsere Geschichte, die deutsche, gleichgültig, noch die Institution des Militärs mit seinen Vorstellungen und Werten, seiner Kultur und Tradition. Jetzt kommt es aber noch schlechter. Das Thema Verbrechen der Wehrmacht ist nicht nur abstoßend und belastend, es ist auch kompliziert, groß, unübersichtlich, sperrig und schwierig. Oft gehen die Geschichten nicht auf. Und vieles ist noch immer unbekannt. Dennoch ist gerade dieses Thema zu einem beliebten Betätigungs- und auch Bestätigungsfeld für die angeblich Wissenden geworden. Selbstgerechte, Wichtigtuer, Besserwisser und Lautsprecher, die genau wissen, was los war. Entweder die Wehrmacht als durch und durch verbrecherische Organisation oder der Gegenentwurf, eine Armee ohne Fehl und Tadel. In Wirklichkeit aber ist es ein sehr schwieriges, ungeheuer zerklüftetes und unüberschaubares Terrain. Kurz, es ist die historische Wirklichkeit, in die ich Sie heute Abend führen will. Nun ist bekanntlich die Challenge, die wirklich unangenehme Challenge, zentraler Bestandteil jeder militärischen oder kriegerischen Sozialisation. Doch bietet mein Vortrag hoffentlich noch etwas mehr. Die Verbrechen der Wehrmacht sorgten vor etwa 20 Jahren für unendlich viel Aufregung. Noch immer ist das Thema eine Art Zugnummer für Feuilletons, Universitäten, Gedenkstätten oder Volkshochschulen. Nun hat das Thema auch das Bundesministerium der Verteidigung erreicht und seinen nachgeordneten Bereich. Heute Abend soll es jedoch nicht nur um Vergangenes gehen, um ein bisschen Allgemeinbildung. Themen wie Krieg, Gewalt, deren End- oder Begrenzung sind existenziell und nach wie vor aktuell, ganz besonders für Sie. Am Prinzip Mensch hat sich überhaupt nichts geändert. Wir sind den Akteuren aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur um wenige Erfahrungen voraus. Deren Geschichte aber war in einer heute unvorstellbaren Weise geprägt von Gewalt und auch vom Gegenteil, vom Versuch, die Gewalt ein für alle Mal zu beenden, the war to end all wars, oder diese Gewalt wenigstens einzugrenzen, zu domestizieren, zu verrechtlichen. Das bleibt immerhin als Botschaft, als Lehre des vergangenen Jahrhunderts. Die Auslösung von Gewalt und erst recht deren bewusste Entgrenzung ist oft kontraproduktiv. Oft, leider nicht immer, wendet sich diese entfesselte Gewalt am Ende gegen jene, die sie losgetreten haben. So gesehen, und das ist mein Angebot an Sie, so gesehen können Sie heute Abend viel lernen, vielleicht nicht nur im Hinblick darauf, was einmal war. Zunächst brauchen wir eine Definition. Was war überhaupt die Wehrmacht?
Der Begriff kann vieles bedeuten. Ist damit die oberste militärische Führung gemeint, also Hitler und das Oberkommando der Wehrmacht? Nur das Heer, alle drei Teilstreitkräfte oder auch noch die Waffen-SS? Geht es um die Truppenführung oder wirklich um alle Soldaten? Begriffe wie Wehrmachtsausstellung oder Wehrmachtsdebatte suggerieren, als sei eine Institution im Zentrum jener langen Diskussion gestanden. In Wirklichkeit aber ging es um die Menschen, die dieser Armee angehörten. Kurz gesagt, um unsere Mütter, unsere Väter. Dies ist die zentrale Frage nach wie vor für uns und übrigens auch für die Bundeswehr. Wer also lediglich von der Wehrmacht spricht, der spricht zunächst nur von einer Institution. Meint er aber ihre Angehörigen, dann wird er nicht darum herumkommen, sich mit diesen auch auseinanderzusetzen, ihrem Denken und vor allem auch ihrem Handeln. Die 17 Millionen Soldaten, die zwischen 1939 und 1945 in der Wehrmacht gedient haben, sind eine gewaltige Zahl. Ausgespart bleibt heute Abend hingegen die knappe Million, die zur Waffen-SS gehörte. Ihre Geschichte ist ein Kapitel für sich. 17 Millionen Soldaten sind aber noch nicht alles. Um wirklich zu einem adäquaten, gerechten Urteil zu kommen, sind noch einige andere Faktoren zu beachten. Zunächst einmal die Dimension eines Krieges, der fast 6 Jahre dauerte und der sich über fast ganz Europa erstreckte, zum Teil auch weit darüber hinaus. Dann der generelle Ausnahmezustand des Krieges. Gerade im Gefecht ist die Entscheidung darüber, was als gerecht oder zumindest doch als völkerrechtskonform zu gelten hat, selbst im Nachhinein oft sehr schwer zu treffen. Auch das Kriegsrecht ist nicht so eindeutig, wie es oft scheint. Orientieren wir uns am damals gültigen Recht, am heutigen oder schlicht an dem, was wir selbst für gut und richtig halten? Eine weitere Frage: Wie groß waren die Handlungsspielräume dieser Soldaten? Waren sie primär Befehlsempfänger? Haben sie ihre Spielräume genützt oder ging es um ihre persönlichen Interessen? Wie hat sich der jeweilige Gegner verhalten? Handelte die Wehrmacht in erster Linie reaktiv oder aus eigener Initiative? Wie hat sich überhaupt das Verhalten der Wehrmacht im Laufe des Krieges verändert? Welchen Einfluss besaß die große militärische Lage auf ihre Bereitschaft, die Gesetze und Gebräuche des Krieges zu beachten oder auch nicht? Und schließlich, wie weit existierte eine Arbeitsteilung mit anderen deutschen Institutionen, mit den Verbündeten oder den Zivilisten und Kollaborateuren vor Ort? Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Lage. Vielleicht ist ja die Aufgabe, in einem solchen Chaos den Überblick zu behalten, für angehende Offiziere eine ganz gute Übung. Denn der Krieg bietet, wie einmal ein großer Militärhistoriker gesagt hat, der Krieg bietet, Zitat, Tatsachenmaterial von einer Dichte und einem Umfang, das dem Durchschnittsgelehrten Hören und Sehen vergeht. Die Aufgaben der Wehrmacht erstreckten sich nicht nur auf das traditionelle, klassische Terrain der Landesverteidigung. Das eigentlich war das Problem. Hitler und ihm folgend die Wehrmachtsführung verwandelte diese Armee sukzessive in eine Organisation, deren primäre Aufgabe die Verwirklichung des nationalsozialistischen Eroberungsprogramms sein sollte. Man hat damals und auch noch nach 1945 immer wieder versucht, Beginn und Ausweitung des Zweiten Weltkrieges mit dem Verhalten des Gegners zu rechtfertigen. Doch existieren genügend authentische Quellen, angefangen mit Hitlers Schrift Mein Kampf, die ohne jeden Zweifel belegen, dass es die deutsche Seite war, die diesen Krieg mutwillig, leichtfertig und ohne jede Not eröffnete. Und dann auch noch, Stichwort Sowjetunion und USA, Stück für Stück erweiterte. Zitat:
Bei Beginn und Führung des Krieges kommt es nicht auf das Recht an, sondern auf den Sieg. So Hitler am 22. August 1939 auf dem Obersalzberg, wenige Tage vor Kriegsbeginn, an die Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Herz verschließen gegen Mitleid, brutales Vorgehen, 80 Millionen Menschen müssen ihr Recht bekommen, ihre Existenz muss gesichert werden, der Stärkere hat das Recht, größte Härte. Zitat Ende. Vorgaben dieser Art sorgten dafür, dass die Wehrmacht tatsächlich zum Schwert und Schild des nationalsozialistischen Regimes wurde, so eine zeitgenössische Propagandaformel. Und folgerichtig wurden die deutschen Soldaten zu militärischen Erfüllungsgehilfen eines beispiellosen imperialistischen Eroberungs- und Raubprogramms. Schon an dieser Stelle ist freilich eine Einschränkung angebracht. Denn Hitlers Geheimansprachen kannten nur die wenigsten. Die meisten deutschen Soldaten glaubten den Lügen der deutschen Propaganda, die ihnen bis zum Überdruss einredete, der Angriff auf Polen, Frankreich oder die Sowjetunion sei ein Akt der Verteidigung. Das wiederum, das Vaterland und dessen Verteidigung, das war damals meist fraglos akzeptiert, nicht nur in Deutschland. Insofern taten 1939, 40, 41 die meisten deutschen Soldaten etwas, was aus ihrer Wahrnehmung genauso selbstverständlich war wie für ihre Altersgenossen auf der anderen Seite, in Frankreich, England oder der Sowjetunion. Das soll wiederum nicht heißen, Hitlers Ideen hätten in der Wehrmacht keine Anhänger gefunden. Aber dennoch, trotz aller Übereinstimmungen, Teilidentitäten oder einzelner Berührungspunkte zwischen dem Regime und seinen Soldaten, lassen deren Millionen von Feldpostbriefen keinen Zweifel daran, dass nur die wenigsten gern in diesen Krieg gingen und noch weniger gern dort blieben. 4 Monate nach Beginn des Ostkrieges schrieb ein General nach Hause: Jeder Mensch hat hier die Nase voll und käme liebend gern auf Urlaub, denn der Krieg hat ja nicht sein Ende erreicht. Doch erstaunlich viele, ja eigentlich fast alle, blieben auf ihren Posten bis zuletzt. Was sie band, waren Patriotismus, Pflichtgefühl und Kameradschaft sowie eine Art dreifacher Käfig aus Diktatur, militärischem System und den Folgen eines Krieges, der sich mehr und mehr verselbstständigte. Das ist eine bekannte Aufnahme, die Felder vor Stalingrad, wo man ja, die Deutschen dann so Leichenhügel aufgetürmt hat. Inzwischen gibt es ja bei Roko Soschka das große Gräberfeld. Der Gegner hat, wie die Deutschen auch, viele deutsche Leichen dann ganz anders entsorgt, indem er sie einfach mit Bulldozern auf die Wolga geschoben hat und das Frühjahr abgewartet hat. Das war auch nicht anders als auf deutscher Seite, wo es extra einen Befehl gab, dass also sowjetische Gefallene nicht ordentlich zu bestatten sind, sondern dass man die hat man dann eben auch einfach verscharrt und in irgendwelchen Panzergräben dann zugemacht. Auf jeden Fall ein Bild aus Stalingrad. Im Auftrag des deutschen Diktators und seiner militärischen Entourage hatte die Wehrmacht nicht nur militärische Entscheidungen herbeizuführen, sie war noch für eine große Aufgabe zuständig, für die Besatzungsverwaltung der eroberten Gebiete. Wieder ist eine Einschränkung angebracht. Da Hitler der Wehrmachtführung nie wirklich traute, begann er schon bald, die traditionellen Aufgaben der Streitkräfte nach dem bewährten Prinzip des Divide et Impera aufzuweichen. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Waffen-SS. Aber auch in der Besatzungsverwaltung entstanden neben den militärisch beherrschten Gebieten, Sie sehen das da ganz im Osten, entstanden solche, die als Reichskommissariate, Generalgouvernement oder Reichsprotektorat einer zivilen, das heißt damals primär nationalsozialistischen Verwaltung unterstanden. Doch machte das NS-Regime nicht nur hier seinen Herrschaftsanspruch geltend. Auch im Hoheitsgebiet der Wehrmacht, ja selbst direkt hinter der Front, konnten nicht- oder halbmilitärische Organisationen unterwegs sein, die gewöhnlich in Absprache
mit den dortigen Oberbefehlshabern, Befehlshabern und Kommandeuren, aber in eigener Verantwortung ihren mitunter recht speziellen Aufgaben nachgingen. Die bekanntesten wie gefürchtetsten waren zweifellos die Einsatzgruppen, aber auch hier repräsentierte sich die ganze institutionelle Vielfalt der NS-Polykratie mit Organisationen wie Reichsarbeitsdienst, Organisation TOT, Wirtschaftsorganisation Ost und so weiter und so weiter. Wie hat nun die Wehrmacht ihre Aufgaben realisiert? Vor allem aber, wie weit haben die Wehrmacht und zweitens ihre Angehörigen dabei gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges verstoßen? Schon bei einem Überblick über das gesamte Panorama des Zweiten Weltkrieges zeigt sich ein sehr heterogenes Bild. Entscheidend für das Verhalten der deutschen Soldaten waren die jeweiligen Rahmenbedingungen, Ort und Zeitpunkt ihres Einsatzes, das Verhalten des Gegners, die eigene Situation, vor allem aber die Rules of Engagement, welche die deutsche Führung jeweils ausgegeben hatte. Es gab Kriegsschauplätze, auf denen die Wehrmacht, wohlgemerkt die Wehrmacht, weniger die Waffen-SS, bis auf wenige Ausnahmen, also das ist jetzt sehr vergröbert, aber bis auf wenige Ausnahmen völkerrechtskonform kämpfte, etwa im Westen 1940 und 1944, in Skandinavien und in Nordafrika. Es gab Schauplätze, wo zumindest die Feldzüge beziehungsweise die Besatzung noch weitgehend völkerrechtskonform verliefen, etwa in Griechenland und in Jugoslawien, sieht man einmal von der Besetzung von Kreta ab, bei denen sich die militärische Besatzungspolitik aber danach rasch radikalisierte. Und es gab, das ist der Westen und das ist hier Kreta, dann gab es Kämpfe wie die in Italien, in deren Folge zwischen 1943 und 1945 etwa 100.000 Zivilisten, Kriegsgefangene und Juden aufgrund des deutschen Terrors starben. Und es gab schließlich das Unternehmen Barbarossa, den Krieg gegen die Sowjetunion, das Hauptziel des deutschen Eroberungsprogramms. Die Wehrmacht traf hier nicht nur auf einen extrem harten Gegner und ebenfalls auf ein totalitäres Regime. Viel schlimmer war, die deutsche Führung wollte diesen Krieg von Anfang an unter dem Vorzeichen des konsequenten Rechtsbruchs führen. Daher wurde die Sowjetunion zu einem Einsatzraum der Wehrmacht, der mit Abstand am meisten Opfer forderte, noch viel mehr auf der sowjetischen wie auf der deutschen Seite. Kein Einsatzraum der Wehrmacht besaß eine solche Bedeutung. Er eignet sich daher am besten, um etwas genauere Vorstellungen von den Verbrechen der Wehrmacht, von den Opfergruppen wie von der Verantwortung der deutschen Soldaten zu erhalten, wenigstens jetzt in einem sehr, sehr kurz gefassten kursorischen Überblick. 26,6 Millionen Menschen verlor die Sowjetunion während des Zweiten Weltkrieges. Es war die höchste Opferzahl in der westlichen Hemisphäre. Längst nicht alle waren Opfer deutscher Kriegsverbrechen. Viele starben infolge der Kriegshandlungen, ein weiterer Teil wurde Opfer des stalinistischen Regimes. Dennoch bleiben noch genügend Opfer infolge deutscher Kriegs- oder NS-Verbrechen. 7 große Verbrechensgruppen sind hier zu unterscheiden. Erstens, fast ausschließlich verantwortlich war die Wehrmacht, dass etwa 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene verhungerten, erfroren, ermordet wurden oder an Seuchen starben. Dabei wurde nur ein kleiner Teil dieser Gefangenen explizit zum Tode verurteilt. Juden, sogenannte Asiaten, Kommissare oder jene, wir haben es ja schon gehört, die man als untragbare Elemente stigmatisierte. Viel folgenreicher aber war die völlig unzureichende Versorgung, Unterbringung und Betreuung dieser Gefangenen. Dies hat mit Abstand am meisten Opfer gefordert. Diese systematische Unterversorgung allein mit der schwierigen Versorgungslage zu begründen, würde der Sache nicht gerecht. Entscheidend war vielmehr, dass die deutsche Führung die gefangenen Rotarmisten sehr bewusst ans hintere Ende der Versorgungskette verbannt hatte. Oder,
wie der General Wagner als Generalquartiermeister des deutschen Heeres in der Krise des Winters 41-42 unmissverständlich formulierte, nicht arbeitende Kriegsgefangene haben zu verhungern. Zweiter Verbrechenskomplex. Die Frage nach den Berührungspunkten zwischen Wehrmacht und Holocaust stand und steht immer wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sicher ist, ohne die logistische und administrative Zuarbeit der Wehrmacht, vor allem aber ohne die Akzeptanz der höheren Truppenführung, wäre ein solcher Genozid nie möglich gewesen. Allein in der besetzten Sowjetunion wurden etwa 2,4 Millionen Juden ermordet. Allerdings gab es, und das ist auch ganz wichtig, es gab eine klare Arbeitsteilung. Zuständig für den Judenmord waren in erster Linie die Einsatzgruppen, die Polizeibataillone und drei Brigaden der Waffen-SS. Von Seiten der Wehrmacht haben sich nur ganz bestimmte Einheiten oder Truppengattungen an diesen Morden beteiligt, geheime Feldpolizei, Feldgendarmerie, Orts- und Feldkommandanturen oder einzelne Sicherungsverbände. Wenn selbst der Führer einer Einsatzgruppe zugegeben musste, diese fände, Zitat, naturgemäß ihre Hauptaufgabe im rückwärtigen Heeresgebiet, so zeigt dies, wo die Schwerpunkte dieser Massaker lagen. Die Truppe reagierte darauf sehr unterschiedlich. Die meisten relativ gleichgültig, manche auch mit Abscheu und scharfer Kritik, aber auch viel zu viele zustimmend oder doch mit einer gewissen Genugtuung. Sie sehen jetzt also hier da, das ist ganz im Süden, die Einsatzgruppe D. Und die zerfiel dann nochmal praktisch in zwei Teile, in die Sonderkommandos und die Einsatzkommandos. Und die Sonderkommandos sind dann sozusagen im unmittelbaren oder relativ nah noch an der Front. Die Einsatzkommandos dann schon weiter entfernt. Das Problem war eben, dass die Wehrmachtsverwaltung im Grunde genommen die Juden festgestellt hat. Das haben Sie da vorne gesehen, hier durch solche Anordnungen, sodass dann die SS oder die Polizei die Delinquenten nur noch abzuholen brauchte. Dritter Punkt. Jede Armee besitzt das Recht, sich gegen die Angriffe von Nichtkombattanten zu wehren. Das musste auch die Wehrmacht in der Sowjetunion und zwar zur Genüge. Doch war auch in dieser Hinsicht hier manches anders. Die deutsche Führung wollte das für die Besatzungspolitik traditionelle Prinzip der Fürsorge von Anfang an ersetzen durch das Prinzip des blanken Terrors. Bereits im Juli 1941 erklärte Hitler, dass der beginnende Partisanenkrieg ja auch Chancen bietet. Zitat, er gebe uns die Möglichkeit auszurotten, was sich gegen uns stellt. Wobei die nationalsozialistische Definition des Gegnerischen bekanntermaßen sehr weit ausfiel. Die Grenzen zwischen militärisch begründeten Gegenmaßnahmen und einer rassenideologisch motivierten Flurbereinigung begannen sich daher schon bald aufzulösen. Exekutoren solch barbarischer Prinzipien waren in erster Linie 9, später 11 schwache Sicherungsdivisionen, die unterstützt wurden durch Himmlers Todesschwadron sowie Verbündete oder Kollaborateure. Frontverbände waren nur in seltenen Fällen in den rückwärtigen Gebieten eingesetzt, meist nur kurzfristig zur sogenannten Auffrischung. Das reichte freilich aus, um auf der Gegenseite für eine Opferzahl von etwa einer 500.000 Menschen zu sorgen, das Zehnfache der deutschen Verluste im Partisanenkrieg. Viertens, der Ostkrieg war auch immer ein gigantischer Ausbeutungskrieg. Dabei zog die deutsche Führung von Anfang an den Hungertod und jetzt Zitat von zig Millionen Menschen vor Ort ohne jede Gefühlsregung in ihr Kalkül. Ziel war, dass die Armee vollkommen aus dem Lande leben und zweitens, dass auch noch das Deutsche Reich wirtschaftlich von den besetzten Ostgebieten profitieren sollte. Diese rein parasitäre Wirtschaftspolitik, die nach Einschätzung von Hermann Göring das größte Sterben seit dem 30-jährigen Kriege zur Folge haben würde, wurde im großen Stil durch die Wirtschaftsorganisation Ost gemanagt, einer zivil-militärischen Mischbehörde aus etwa 2000 Spezialisten. Neben der deutschen Führung trägt sie die größte Schuld. Allerdings blieb auch
die Truppe, die diesen Krieg mit 20 Tagessätzen Verpflegung eröffnet hatte, nicht mehr als das Prinzip der Selbsthilfe. Das, was ich je nach Situation als Requirieren, Organisieren, Beitreiben oder Plündern bezeichnen ließ, übernahm in erster Linie die sogenannten rückwärtigen Teile der Wehrmacht. Bei einer Frontdivision waren es etwa 2.000 von 17.000 Mann. Zu dieser Ausplünderung gehörte auch die zunehmende Ausbeutung der einheimischen Bevölkerung für Aufgaben wie Schneeräumen, Wege- und Stellungsbau oder Serviceaufgaben aller Art. Wobei auch hier diese Arbeitsverhältnisse ganz unterschiedlich beschaffen sein konnten. Allerdings sorgten auch diese dafür, dass es am Ende nicht zu der ganz großen Hungerkatastrophe kam. Dennoch wurden immer noch viel zu viele Opfer des deutschen Raubbaus. Allein in Charkow starben im August 1942 11.000 Menschen am Hunger. Fünfter Punkt. Hochproblematisch war auch der Kriegsgerichtsbarkeitserlass Barbarossa, der noch vor Kriegsbeginn erlassen wurde. Mit diesem scheinbar spröden Dokument wurde die ordentliche Kriegsgerichtsbarkeit stark eingeschränkt, sodass jeder Soldat, und jetzt Zitat, auf jeden Russen, den er für einen Freischärler hält oder zu halten vorgibt, von vorne oder von hinten schießen kann. So die missvergnügte Bemerkung des Generalfeldmarschalls von Bock. Für das Verhältnis zwischen Wehrmacht und Zivilbevölkerung war dies eine entscheidende Weichenstellung. Doch bot dieser Erlass auch einigen Spielraum, die, wie wir noch sehen werden, von der Truppe dann auch sehr unterschiedlich genützt wurden. Es existieren sowohl genügend Beispiele dafür, dass dem Appell des Nationalsozialismus an den inneren Schweinehund, so Kurt Schumacher, Rechnung getragen wurde, aber auch solche, die belegen, dass das traditionelle soldatische Ethos in der Wehrmacht noch nicht völlig verschwunden war. Sechster Punkt. Selbst die operative Kriegführung wurde unmittelbar in den Dienst der NS-Ideologie gestellt, und zwar bei der Belagerung von Leningrad. Im Herbst 1941 entschied die deutsche Führung, die Offensive der Heeresgruppe Nord zu stoppen, um eigene Kräfte zu schonen und die 3 Millionen Bewohner der Neva-Metropole langsam verhungern zu lassen. Knapp 1 Million Menschen kostete diese 28-monatige Belagerung das Leben. Die Soldaten der 18. Deutschen Armee wurden damit zwangsläufig zu den Vollstreckern einer verbrecherischen Kriegführung, ohne dass dies ihnen wirklich klar wurde. Von ihrer Führung wurde häufig darauf hingewiesen, es sei für die Truppe eine unerträgliche Zumutung, bei wiederholten Ausbrüchen immer wieder auf Frauen und Kinder und wehrlose alte Männer zu schießen. Doch blieb wenigstens dieses Szenario den dort eingesetzten Soldaten erspart. Siebter und letzter Punkt, die Strategie der verbrannten Erde. Das war vermutlich das Verbrechen im Ostkrieg, mit dem die meisten Soldaten unmittelbar in Berührung kamen. Die fechtende Truppe verließ naturgemäß als letzter Teil das deutsche Besatzungsgebiet. Seit Winter 1942-43 mit dem Beginn der großen Rückzüge begannen die deutschen Besatzer immer gründlicher, ihren einstigen Lebensraum in Schutt und Asche zu legen. Dabei hinterließen sie nicht nur brennende Dörfer und Städte, gesprengte Brücken, aufgerissene Eisenbahnlinien, vergiftete Brunnen oder zerstörte Industrie- und Energieanlagen. Mitgeschleppt wurden nicht nur Ressourcen und Produkte aus Industrie und Landwirtschaft, sondern zunehmend auch die Menschen aus des einstigen Besatzungsgebiets. 1945 waren etwa 1700 Städte und 70.000 Dörfer in der Sowjetunion völlig zerstört, während durch die Zwangsdeportation nochmals 3 Millionen Menschen ihr Heim und ihren letzten Besitz verloren. Das war jetzt sehr komprimiert und doch sehr viel. Mein Überblick über diese 7 großen Verbrechenskomplexe. Klar geworden dürfte sein, dass bei der Institution Wehrmacht ein eindeutiges Urteil möglich ist, bei den Millionen Angehörigen, dass es da aber sehr viel schwieriger wird. Es lassen sich allerdings immerhin gewisse Strukturen erkennen. Zunächst mal beim europäischen
also beim europäischen Kriegsschauplatz insgesamt, da wurde doch deutlich, dass es ganz bestimmte Voraussetzungen sind, aber manchmal auch Einheiten, Vorgesetzte, Befehle, Räume, Situationen, die dafür sorgen, dass sich dieser Krieg radikalisieren konnte. Vor kurzem ist noch, oder 2012, ist ein Buch über den Partisanenkrieg in Italien erschienen und das Ergebnis schien mir doch nochmal sehr interessant, sagen wir mal, für diese Tatsache, dass sich das dann immer wieder an besonderen Punkten entzündet. Es waren zwischen 1943 und 1945 insgesamt 42 deutsche Divisionen in Italien im Einsatz und es werden damals 10.000 Zivilisten ermordet infolge von Geiselerschießungen oder von Massakern und 3 bis 4 Divisionen sind für 60% dieser Opfer verantwortlich. Die restlichen 38 für die übrigen 40%. Also da sehen Sie auch, wie sehr das dann von bestimmten Mentalitäten, Vorgesetzten und auch Situationen abhängig war. Auch beim Unternehmen Barbarossa sollte man nicht den Fehler begehen, von der entsetzlich hohen Zahl der Opfer einfach auf die der Täter zu schließen. Vielmehr ist gerade bei den Kriegs- und NS-Verbrechen so etwas wie eine Topografie des Terrors zu erkennen. 3 Faktoren sind in diesem Zusammenhang ganz entscheidend. Das sind die Faktoren Raum, Krieg und Transformation. Zum Faktor Raum. Die Eroberung der Sowjetunion ähnelte in gewisser Weise einem gewaltigen Verdauungsprozess. Vorne am äußersten östlichsten Rand des deutschen Herrschaftsbereichs die Fronttruppen der Wehrmacht, die sich mit ihren stählernen Zähnen Stück für Stück in das gegnerische Terrain hineinfraßen. In ihrem Gefolge dann zahllose andere Einheiten, militärische, halbmilitärische oder nichtmilitärische. Ihre Aufgabe war es, die Beute im Sinne des deutschen Eroberungskonzeptes umzugestalten, was immer das dann im Einzelnen bedeuten konnte. Anders formuliert, je weiter man von den Bruchlinien des Krieges entfernte, desto deutlicher wurden die politischen Ziele dieses gewaltigen Vernichtungs- und Umgestaltungsprozesses. Damit sind wir beim zweiten Faktor, beim Faktor Krieg. Darauf, auf das Herbeiführen einer militärischen Entscheidung, konzentrierte sich der Einsatz der Wehrmacht. Etwas anderes konnte sich die deutsche Führung auch gar nicht leisten. Bereits bei Angriffsbeginn lag die Relation zwischen den deutschen Angreifern und den sowjetischen Verteidigern bei 1:3, also in einer genau umgekehrten Relation zu den klassischen Regeln der Kriegskunst. Ein Unternehmen, das dann aber ganz anders lief als erwartet, sorgte dafür, dass die Wehrmacht wirklich jeden Mann an der Front brauchte. Schon bei der Sicherung des Hinterlandes war sie auf zusätzliche Kräfte angewiesen, auf SS- und Polizeieinheiten, Verbündete und Kollaborateure. Es waren deshalb ganz bestimmte neuralgische Punkte wie die Kriegsgefangenenlager, die Feld- und Ortskommandanturen, die Sicherungsdivision, die geheime Feldpolizei oder eben diese Ausplünderungseinheiten, welche die Hauptverantwortung für die vielen Verbrechen da auf diesem Kriegsschauplatz tragen. Von ihrer Zahl wie von ihrer Bedeutung waren sie doch alles andere als repräsentativ für die insgesamt 10 Millionen deutschen Soldaten, die zwischen 1941 und 1945 an der Ostfront im Einsatz waren. Natürlich hat es auch bei den Frontdivisionen Verbrechen gegeben, zum Teil auch sehr große und auch sehr schlimme. Insgesamt besaßen diese aber eine deutlich kleinere Dimension. Das heißt, es gibt sozusagen eine gewisse Regel. Im Hinterland sind es relativ wenige Soldaten, die viele Verbrechen zu verantworten haben. An der Front sind es eben sehr viele, die wenige Verbrechen zu verantworten haben. Ich denke, mit dieser Formel kann man arbeiten. Ansonsten bleibt eben nur eine genaue individuelle oder Geschichte einer Einheit. Dann letzter Punkt. Drittes Strukturelement, das ist ein Veränderungsprozess, dem die Wehrmacht damals ausgesetzt war. Dieser Veränderungsprozess hatte zur Folge, dass sich ein Teil der Soldaten nicht so verhielt, wie es sich die militärische und politische Führung eigentlich vorstellte. Ein Beispiel dafür ist der berüchtigte, oft zitierte Befehl des Generalfeldmarschalls von Reichenau vom Oktober 1941.
Dieser kritisierte damals die noch immer unklaren Vorstellungen seiner Soldaten und forderte sie auf, sie seien nun Kämpfer nicht nach den Regeln der Kriegskunst, sondern auch Träger einer unerbittlichen völkischen Idee. Dies war freilich mitnichten, und jetzt Zitat, die Summe dessen, was seine 6. Armee seit dem 22. Juni 1941 praktiziert hatte, wie es noch in der ersten Wehrmachtsausstellung hieß. Sonst wäre ja dieser Befehl kaum nötig gewesen. Dass Reichenau im November sogar noch einen zweiten Befehl erlassen musste, weil er, Zitat, durch Truppenbesuche den Eindruck gewonnen habe, dass meine Verfügung vom Oktober 41 über das Verhalten der Truppe im Ostraum den Mannschaften noch nicht genügend klar gemacht wurde, unterstreicht dies noch einmal. Entsprechend variantenreich und vielfältig sind auch die Eindrücke aus der Praxis. Es gab Einheiten oder Offiziere, die ihre Soldaten wegen Plünderung, Ermordung von Zivilisten, Vergewaltigungen oder auch der Beteiligung an Judenerschießungen hart bestrafen konnte, in letzterem Fall wegen sogenannter Amtsanmaßung. Es gibt aber auch viel zu viele Beispiele, die das glatte Gegenteil belegen, Einheiten, für die, und jetzt auch Zitat eines Leutnants, Marodieren und Mordbrennen zu einem alltäglichen Geschäft geworden ist. Oder wie es ein Koch aus einem Kriegsgefangenenlager auf den Punkt brachte, Leute, die sonst im Leben kaum etwas zu sagen haben, entdecken hier ihr Talent, den rücksichtslosen Herren zu spielen. Dieser politisch-mentale Transformationsprozess der Wehrmacht war in der NS-Diktatur kein Einzelfall. In einer wegweisenden Analyse hat Ernst Fraenkel schon 1941 dieses System als Dual State charakterisiert. Auf der einen Seite der alte traditionelle Normenstaat, angelegt auf Berechenbarkeit, der die bestehenden Gesetze und Werte respektiert, und auf der anderen Seite der revolutionäre Maßnahmenstaat, der macht, was er will und für den nur zählt, was ideologisch oder politisch opportun ist. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, die Fallschirmjäger vertreten den neuen Maßnahmenstaat, aber sag mal, allein von der Körpersprache, auch der Ausrüstung dieser beiden Fotos, wird doch deutlich, das eine 34, das andere 44, was für ein Wandel in dieser Armee in dieser Zeit stattfindet. Eine Armee, die ursprünglich den Schutz der Ehre für das höchste Gut des Soldaten gehalten hat und darauf Wert legte, dass der Krieg nicht gegen die friedliche Zivilbevölkerung geführt würde und dass Gefangene mit Menschlichkeit zu behandeln seien. Misst man diese Armee an ihren Maßstäben, dann hat die Wehrmacht in der Tat ihre Ehre verloren. Die Hauptschuld für diese Entwicklung trägt die oberste militärische Führung, allerdings nicht alle. Ludwig Beck war als Generalstabschef des Heeres 1938 aus Protest gegen Hitlers Kriegspläne zurückgetreten und hat sich als Mitverschwörer des 20. Juli 1944 erschossen. Werner Freiherr von Fritsch, der ehemalige Oberbefehlshaber des Heeres, hat 1939 nach seiner Absetzung den Tod im Krieg gesucht und gefunden. Ihre Nachfolger waren indes zu mehr Konzessionen bereit. Spätestens seit dem 30. März 1941, als Hitler der Wehrmachtsführung die Grundsätze des Unternehmens Barbarossas verkündete, waren zumindest in Hitlers Umfeld alle Dämme gebrochen. Zu Recht hat man später dieses Datum als die Schicksalsstunde des deutschen Heeres bezeichnet. Sind solche Erkenntnisse eigentlich relevant für die Gegenwart, insbesondere für die Ihre? Ist mein Vortrag, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, in erster Linie ein Beitrag zur Allgemeinbildung oder zum Thema Tradition der Bundeswehr? Dass die Wehrmacht als Institution nicht traditionsbildend sein kann, dürfte naheliegen. Anders sieht es meines Erachtens aus bei ihren Angehörigen. Hier wäre, so meine Forderung, jeder Fall zu prüfen. Im Übrigen, für eine Armee, die diese Bezeichnung ernst nimmt, sollte auch die militärische Leistung ihrer Vorbilder kein Randphänomen werden. Aber geht es nur darum, um den Blick zurück?
Nicht nur die Wehrmacht war einem Wandel ausgesetzt, auch wir werden mit Ereignissen und Entwicklungen konfrontiert, die wir noch vor kurzem für unmöglich gehalten haben. Die Frage scheint durchaus berechtigt, ob die bisherigen Auslandseinsätze der Bundeswehr nicht bald als vergleichsweise harmlose Unternehmungen gelten werden im Vergleich dazu, was uns in nächster Zeit erwartet. Sie, meine Damen und Herren, Sie werden es erleben, die meisten von Ihnen in militärischen Positionen, die als subaltern gelten. Aber gerade dort, nahe an der Basis, ist die Verantwortung oft am größten. Wie schnell, wie ungewollt man dabei in schlechte Gesellschaft kommen kann, sieht man hier. Das ist links der bosnische Serbenführer Ratko Mladic und auf der anderen Seite der holländische Oberstleutnant Thomas Karemans, im Juli 1995 Kommandeur von Dutch Bat 3, dessen Angehörige als Peacekeeper den UN-Schutzraum Srebrenica und die dort wohnende bosnische Zivilbevölkerung schützen sollten. Dieses Bild ist am 12. Juli 1995 entstanden. Tags darauf begannen die Massaker. Das gibt es noch, das große Leichenschauhaus. Und dann nochmal solche Sachen. Um es klar zu betonen, auch dieses Bild bedarf der Interpretation. Nach meiner Einschätzung hat die UN die Holländer im Stich gelassen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Viel wichtiger erscheint mir am Ende meines Vortrags ein anderer Punkt. Es ist kein Zufall, dass gerade die Frage der Ehre im militärischen und im soldatischen Selbstverständnis eine solch zentrale Rolle spielt. Ehre verloren, alles verloren, hieß es früher in der preußischen Armee. Dahinter steht die im Grunde sehr alte Idee, dass sich die militärische Gewalt allein gegen die Wehrhaften zu richten hat, nicht gegen die Wehrlosen. Das Bild, das ich Ihnen am Ende zeigen möchte, ist sehr alt. Ritter, Tod und Teufel. Nach meiner Einschätzung reduziert sich für den Soldaten darauf eigentlich alles. Vielleicht erinnern Sie sich ja später einmal daran. Es würde mich freuen und vielleicht dann den ein oder anderen Kombattanten oder Nichtkombattanten auch. Ich danke Ihnen. Sie ganz, ganz herzlichen Dank für diese in der Tat beeindruckende Verdichtungsleistung, Herr Hartmann. Wir sollten für Fragen aus dem Auditorium öffnen. Wir handhaben das immer, ich nenne es etwas salopp, in starkscher Manier und bitten die Studierenden zuerst in die Bütt. Ich sehe da vorne eine erste Meldung. Die übliche Qualifikation, hier vorne steht eine Kamera, das ganze Prozedere wird aufgenommen. Wer sich dem entziehen möchte, kann entweder nichts sagen oder im Anschluss dann an uns heran. Jetzt? Okay. Es ging ja um Verbrechen der Wehrmacht in Ihrem Vortrag. Dennoch war schwerpunktmäßig das deutsche Heer das Thema. Und ja, aus der Perspektive der anderen Teilstreitkräfte frage ich mich natürlich, wie sieht das bei der Luftwaffe und bei der Marine aus? Bei der Luftwaffe natürlich im Gesicht des Bombenkrieges am Anfang und bei der Marine des permanenten Tonnagekrieges gegen die englische, amerikanische, alliierte Schifffahrt. Wie ist da die Meinung dazu? Inwiefern waren das Verbrechen oder wie viele Verbrechen gibt es da? Ich weiß jetzt nicht, wie lange habe ich gesprochen? 3/4 Stunde, glaube ich, oder? Ja, ungefähr. Ich meine, das ist, Sie haben es gesehen, das ist ein riesengroßes Thema. Und wenn man da nochmal dann auch solche Fragen anschneidet. Mir ging es darum, sozusagen, wenn man sich jetzt mal diesen ganzen Leichenberg vorstellt, da sozusagen die größten Schneisen jetzt mal durchzuschlagen. Was den Bombenkrieg angeht, der ja nun auch von Anfang an geführt wurde, bekanntes Beispiel Wilun, es ist in der Zwischenkriegszeit nicht gelungen, eine völkerrechtlich verbindliche Regel dafür festzuschreiben. Und von daher war die Situation schwierig. Also in der Hager Landkriegsordnung steht eben, man darf
also die, wird die Belagerung von Städten wird. Und das könnte man dann so interpretieren, ist aber schwierig. Aber also da ist man damals in so einer Grauzone. Ich meine, Sie müssen sich auch vorstellen, die Luftwaffe ist ja nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden. Und sie ist natürlich auch teilweise gerade in der Etappe, wo es meines Erachtens problematischer war. Und es gibt auch viele Luftwaffenfelddivisionen und es ist so, bei diesen drei Divisionen, die ich da erwähnt habe in Italien, ist es auch die Fallschirmjägerdivision Hermann Göring, die also, also durch besondere Einsatzfreudigkeit in der Partisanenfront sich auszeichnet. Bei den, also Sie sprechen vor allem den U-Boot-Krieg an, ich meine, es gab ja immer wieder Situationen, dass die Schiffbrüchigen nicht aufgenommen wurden, dass der Krieg verschärft wurde, dass es auch Fälle gab, wo man die Schiffbrüchigen versenkt hat. Das gab es auch schon im Ersten Weltkrieg. Das sind natürlich auch da, Räder Dönitz sind ja dann auch deswegen verurteilt worden. Wobei das sind dann wieder spezielle Punkte, die sozusagen, aber natürlich auch in diesem allgemeinen Kontext dieses Krieges. Ich meine, ein Punkt, wenn Sie den Luftkrieg ansprechen, das ist nicht kodifiziert worden, aber das war natürlich auch eine ganz schlimme Sache. Sie müssen sich vorstellen, durch die V1 und die V2, die V1 konnte man noch abschießen und die sind auch noch so langsam geflogen, dass man auch da noch warnen konnte. Mit der V2 war das nicht mehr möglich und die ist dann wirklich noch 45 in England halt eingeschlagen, wirklich wie aus heiterem, also nicht aus heiterem Himmel, aber eben doch sehr plötzlich. Damit waren praktisch die ganzen traditionellen Vorsichtsmaßnahmen oder Gegenmaßnahmen waren ausgeschaltet. Und da sehen Sie natürlich auch, wie, sagen wir mal, sich der Krieg radikalisiert. Aber wie schon gesagt, auch was ich am Anfang sagte, sowas, dafür gab es keine verbindlichen Regeln damals. Ja. Herr Dr. Hartmann, eine Frage, und zwar, Sie haben ja selber den Traditionserlass schon mal angeschnitten sozusagen und Ihre Meinung dazu mit der Einzelfallprüfung. Ja. Bitte? Ja, danke schön. Also die Einzelfallprüfung im Rahmen der Frage, was ist traditionswürdig und was nicht. Und meine Frage wäre jetzt einfach nur, gibt es denn dann, wenn man euch auf der einen Seite sowas wie den Kommissarbefehl habt, dann könnte man ja vielleicht sagen, sind ja vielleicht die Leute traditionswürdig, die irgendwie im Kleinen gerade denen halt nicht umgesetzt haben, oder? Mhm. Trotz der Gefahr, die dem auch sozusagen inne liegt, das nicht zu tun, sich zu verweigern. Mhm. Gibt es da einfach solche Beispiele nicht ausreichend, dass ich sage, ich habe Einheitsführer oder sowas, die das konkret nicht tun? Oder sind die deswegen also schon nicht mehr berücksichtigungsfähig, weil sie ja immer noch Teil eines Angriffskrieges sind? Würde, also für mich wären die natürlich traditionswürdig. Also zum Beispiel Helmut Großkurt, das ist, also da gibt es so eine bekannte Quelle, wo er wirklich, also da sollen jüdische Kinder erschossen werden und er versucht zu intervenieren. Das ist dann auch schließlich der Grund, warum Reichenau auch diesen Befehl erlässt. Aber natürlich, da gibt es einige, oder es gibt auch von dem General Dostler, der habe jetzt den Namen vergessen, da gibt es einen Stabsoffizier, da geht es um die Erschießung von amerikanischen Kommandosoldaten und. Natürlich, diese Leute gibt es. Sie sind nicht sehr häufig, was auch einfach damit zu tun hat, dass diese Leute natürlich völlig vom täglichen Geschehen absorbiert waren. Also das muss man ihnen auch wirklich zugutehalten. Aber natürlich, also ich wundere mich auch immer wieder, wer da eigentlich alles nicht berücksichtigt wird. Vor allem auch, das muss man ja nun auch sehen, das waren ja auch Offiziere, die ja nun auch wirklich im Einsatz waren und auch sich bewährt haben. Natürlich, klar. Ja, Sie haben relativ am Anfang gesagt, dass die Besatzung in Teilen völkerrechtskonform war. Jetzt ist ja der Angriffskrieg an sich nicht völkerrechtskonform. Könnten Sie das bitte nochmal ausführen? Also die Besatzungsverwaltung? Oder was? Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Also relativ am Anfang, ich habe mitgeschrieben, die Besatzung war stellenweise völkerrechtskonform, haben Sie gesagt. Und ob Sie das nochmal näher ausführen könnten, weil das so stehen zu lassen, finde ich etwas kritisch. Das ist mir jetzt... Also es ist so, ich meine, das ist völkerrechtlich geregelt, dass jede Armee, wenn sie ein Land okkupiert, die sogenannte vollziehende Gewalt übernimmt. Das heißt, sie übernimmt die Verwaltung dieses Landes. Und da hat natürlich die Armee auch das Recht, die Dinge dann administrativ, politisch und so weiter zu regeln.
Und von daher war das natürlich auch völkerrechtskonform nach Damm. Das sind sowieso sehr viele Probleme, die damit verbunden sind. Zum Beispiel die Frage, darf es noch eine Partisanenbewegung geben, wenn eigentlich schon ein Friedensschluss da ist oder wenn ein Waffenstillstand da ist und. Also das sind, oder auch die Sache mit der Geiselerschießung, das war damals zumindest völkerrechtliche Praxis. Ich weiß nicht, geht das in die Richtung oder ich verstehe nicht, also ich weiß es nicht, was Sie da zitieren. Die Besatzung war, also das, ich glaube, die Besetzung, also von Griechenland und Jugoslawien, das meinte ich, glaube ich, genau, die Feldzüge, da hat es relativ wenig Verbrechen gegeben während der Feldzüge. Danach wird das ein Gebiet, wo sozusagen die Gewalt explodiert. Und es ist auch so, als in Kreta, ich meine, das muss man auch sehen, das ist natürlich eine völlig neue Situation, dass da plötzlich die Soldaten vom Himmel schweben. Und da wehrt sich dann ja auch die kretische Zivilbevölkerung und da kommt es natürlich dann auch zu größeren Erschießungsaktionen. Bernd. Ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Überblick, Christian. Einige kurze Bemerkungen zunächst zu der vorletzten Frage hier. Ein Problem bei der Frage der Traditionswürdigkeit etwa von Offizieren, die dann den Kommissarbefehl verweigert haben, ein Problem liegt darin, dass es nicht so leicht feststellbar ist. Ich kenne das noch sehr gut, als ich anfing beim Forschungsamt damals, hieß es immer, ja, Kommissarbefehl, schreckliche Sache, die meisten Divisionen haben das verweigert. Das stimmt nicht. Wir wissen inzwischen genau das Gegenteil. Es sind relativ wenige, die es verweigert haben. Bei einer Reihe ist es nicht feststellbar, aber bei einer sehr großen, viel größeren Zahl, als man früher gedacht hat. Also es ist das Problem, es ist möglich, dass sich Truppenführer in einer Situation vorbildlich im völkerrechtlichen Sinne oder im Sinne der soldatischen Ehre vorbildlich verhalten, aber in einer ganz anderen Situation fürchterlich verhalten. Es gibt nicht immer ein kohärentes Muster. Ja. Also das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Das führt mich aber zu einer generelleren Frage, die ich die Organisatoren bitte mir nicht übel zu nehmen. Ich bin unheimlich dankbar über den Vortrag heute hier, aber ich frage mich, hat das Thema was in einer Ringvorlesung über Tradition zu suchen? Es entsteht nämlich das Missverständnis, dass die Wehrmacht, aus meiner Sicht wäre das ein Missverständnis, darum nicht traditionswürdig ist, weil sie in so viele Massenverbrechen ja nicht verstrickt war, wir wissen es heute besser, systemisch eingebunden war. Ich würde die Schwelle ganz woanders legen. Selbst wenn die Wehrmacht gar keine Massenverbrechen begangen hätte, könnte sie aus meiner Sicht nicht traditionswürdig sein, aus einem ähnlichen Grund, warum wir auch die NVA nicht als traditionswürdig ansehen. Weil eine Armee, deren Ziel es ist, Demokratien und Rechtsstaat zu bekämpfen, schlecht sich eignen als Traditionsobjekte für eine Armee, deren Aufgabe es ist, die Demokratie und den Rechtsstaat zu schützen. Also insofern will ich sagen, das Thema Verbrechen ist ein Spezialthema, das aber weit über diese ganze Frage der Traditionswürdigkeit hinausgeht. Und eine letzte Bemerkung, oder zwei ganz kurze. Die eine ganz kurze, du hattest sieben Komplexe aufgezählt. Würdest du zustimmen, dass der größte Forschungsbedarf bei dem Punkt 7 besteht, der Frage der verbrannten Erde? Ich selber hatte damit zu tun im Zusammenhang von dem Band 8 Weltkriegswerk. Und habe gemerkt, dass es dazu ganz wenige Forschungen gibt. Und dass dort entsetzliche Abgründe lauern, im Unterschied zu Dingen wie Kommissarbefehl oder anderem, die Gerichtsbarkeitserlass oder den Ereignissen 1941, die relativ gut aufgearbeitet sind. Und letzte Bemerkung, ganz am Anfang hieß es, ich weiß nicht, sagtest du das oder so ein bisschen salopp, sagte, jetzt ist die Wehrmacht hat also durch den Traditionserlass jetzt auch das Bundesverteidigungsministerium erreicht. Ich möchte nur daran erinnern, ich kam 1980 ans Militärgeschichtliche Forschungsamt, wo damals das große Weltkriegswerk in Arbeit war und vor allem der sehr umstrittene Band 4, der das Unternehmen Barbarossa bearbeitete. Und ich muss sagen, nachträglich, ich bin schon ein bisschen
stolz auf die Bundeswehr, dass die Bundeswehr zu den ersten gehörte, die Historiker beschäftigten, die diese Frage der Wehrmachtsverbrechen systematisch aufgearbeitet haben. Übrigens nicht immer zu ihrem Vergnügen, nicht nur wegen des Themas, sondern weil es entsetzliche Breitseiten von Seiten ehemaliger Wehrmachtangehöriger gab, auch über das Ministerium zum Teil verbreitet. Das Ministerium hat dort nicht immer den Historikern den Rücken gestärkt, aber hat immerhin sie arbeiten lassen und das ist nicht ganz wenig, dass also immerhin über 10 Jahre vor der Wehrmachtausstellung große Komplexe dieser Wehrmachtverbrechen dann bekannt waren. Nicht nur durchs MGFA, Institut für Zeitgeschichte oder Dissertationen wie Streits und so spielen da ebenfalls eine große Rolle. Dankeschön. Bernd, völlig d'accord. Ich meine, als ihr das damals in den 80er Jahren, ja genau, glaube ich, 84 ist es, glaube ich, rausgekommen, das war natürlich noch eine ganz, ganz andere Situation und da war natürlich auch noch viel stärker die Zeitzeugen mit dabei und das waren wirklich sehr, sehr harte Kämpfe. Also das nur, sagen wir mal, was jetzt die Öffentlichkeit angeht, da war eben dann in den 90er Jahren die Wehrmachtsausstellung und da war ja nun auch dieser Paradigmenwechsel, also sozusagen dann wirklich zur völlig dunklen, verbrecherischen Wehrmacht. Und ich denke auch, das Ministerium jetzt reagiert natürlich, sag mal, stark auch auf diese Eindrücke. Wobei man dann eben damals auch sagen muss, ich meine, das MGFA damals wurde ja dann auch sehr an die Kandare genommen bei der ganzen Diskussion. Das war ja auch, also es war eine schwierige Zeit. Ich meine, ich glaube, für Sie, meine Damen und Herren, ist, glaube ich, noch mal ein Punkt, glaube ich, ganz wichtig, was ich am Anfang auch noch mal gesagt habe und was auch Bernd Wegener noch mal betont hat, dieses selbstbewusste, aber eben doch auch selbstkritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Ich war da das halbe Jahr in Mali. Das war eine Gruppe von etwa 100 europäischen Offizieren aus 27 Nationen. Und da wird man natürlich mit allen möglichen Geschichtsbildern konfrontiert und natürlich naturgemäß, wenn osteuropäische Staaten sich da repräsentieren, die haben noch nicht diese lange Forschung und auch sozusagen diese lange selbstkritische Auseinandersetzung wie wir. Und ich denke schon, also sicherlich ist das schmerzhaft, aber sagen wir mal, diese Hausaufgaben machen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke auch, das ist etwas, so unangenehm das dann oft ist, was uns Deutsche auch international auszeichnet. Das sollte man, glaube ich, sich immer wieder klar machen. Und gerade, wenn Sie mal dann auch in einem multinationalen Einsatz sind, da wird man teilweise schon mit Geschichtsbildern konfrontiert. Das ist bemerkenswert. Aber noch vielleicht ein Punkt noch mal zu diesen, auch sozusagen, ja, diesen stillen Helden in der Wehrmacht. Auch das, damit werden Sie natürlich noch mal konfrontiert werden, wenn Sie mal Tätigkeitsberichte, Meldungen etc. pp. Schreiben. Was Sie in den Akten lesen und was dann wirklich passiert ist, das sind natürlich oft zwei Paar Dinge. Und wie schon gesagt, das ist sehr, sehr schwierig, vor allem in einem System, in einem solchen System, wer sich da praktisch nicht systemkonform verhalten hat, solche Leute dann noch nachträglich zu erkennen. Also das muss man auch immer wieder sich klar machen. Herr Dorra, Sie verwandern dann gerade meine diszipliniert geführte Rednerliste und noch zwei weitere Wortmeldungen folgen auf der Liste. Wenn das in Ordnung ist, darf ich Herrn Dorra, weil er sich ein besetztes Mikrofon gedacht hat. Nein, Herr Dorra, bitte nur zu. Auf die Unterschiede eingegangen, auf den einzelnen Kriegsschauplätzen, also Nordafrika oder Frankreich oder sonst, und dann natürlich im Gegensatz zur Sowjetunion. Sie haben zwar auch den Partisanenkrieg angesprochen, aber Sie haben nicht die Bedeutung des Partisanenkrieges für die Reaktion der deutschen Wehrmacht geschildert. Die Russen haben behauptet, oder brüsten sich damit, 500.000 deutsche Soldaten durch die Partisanen getötet zu haben. Also das ist ein wirklicher Grund, weshalb Brutalität, und mit Brutalität, ja, weshalb die deutsche Wehrmacht anders vorgegangen ist in der Sowjetunion als in Nordafrika gegen die Engländer. Der zweite Punkt ist,
Ganz kurz, ich hätte von Ihnen gern eine Antwort, ob ein Deutscher auch es eine Anordnung gibt, dass ein deutscher Historiker die Kriegsverbrechen der Alliierten nicht schildern kann oder besprechen kann. Eine Anordnung? Ja, eine alliierte Antwort. Warum erscheinen dann keine Bücher? Ich kenne nur ausländische Literatur, Samizdat und weiß ich was alles, aber keine, es am Anfang, kurz nach dem Krieg, als noch Kriegsteilnehmer da waren. Da waren einige Sachen gemacht, aber sonst keine Literatur. Und das ist ja nicht nur eine Einzelerscheinung, sondern es gibt auch noch auf anderen Gebieten. Naja gut, es ist ja jetzt gerade eine große Studie erschienen über die Vergewaltigungen der westlichen Soldaten. Auch mein Kollege Peter Lieb hat ja nun auch über die Kämpfe in der Normandie, die auf beiden Seiten sehr erbittert geführt wurden, sehr detailliert geschrieben. Also ich kann das nicht sehen. Ich glaube auch, sagen wir mal, es geht ja in unserer Zunft auch darum, sich zu qualifizieren durch entsprechende Arbeiten. Und wenn dieses Thema so virulent wäre, hätte das, glaube ich, schon jemand aufgegriffen. Aber nochmal zum sowjetischen Partisanenkrieg. Ich meine, ich habe ja betont, natürlich ist das ein totalitäres Regime und das führt diesen Partisanenkrieg außerordentlich brutal. Und wir wissen inzwischen auch, also die sowjetische Seite hat sehr bewusst zum Beispiel Frauen und auch Jugendliche und Kinder eingesetzt als Kuriere, weil sie gewusst haben, die Deutschen sind sind da harmloser. Und dann gibt es auch wiederum deutsche Befehle, die dann auch sagen, also unsere Soldaten müssen härter werden. Aber gleichwohl, es gibt eben dieses Gespräch von Hitler am 16. Juli 1941, da ist der Krieg noch nicht mal einen Monat alt. Und natürlich wird unter sozusagen dem Rubrum des Partisanenkrieges wird entsetzliches Unheil angestiftet. Nochmal überhaupt zu dem Partisanenkrieg. Die Sache ist ja noch viel, viel komplexer. Es geht ja nicht nur, dass die Partisanen, also rote Partisanen oder andere Gruppen gegen die Deutschen kämpfen, sondern die Partisanen kämpfen auch untereinander. Es gibt auch Partisanen, die Juden, die sich gerade gerettet haben, von den Deutschen umbringen. Es ist im Grunde genommen ein einziger großer Bürgerkrieg, der auch in diesen besetzten Gebieten tobt. Aber natürlich, das muss man ganz klar sagen, wenn man den Partisanenkrieg für sich nimmt, ist die sowjetische sozusagen die Opferzahl 10-mal so groß wie die deutsche. Und das ist schon relativ klar. Die Partisanen, das waren zum Teil außerordentlich brutale Leute, die auch ihre eigenen Leute sehr, sehr hart geführt haben. Aber trotzdem, also und das ist ja das Perfide. Ich meine, Hitler instrumentalisiert dieses Thema so, dass die Truppe eigentlich keine offizielle Berechtigung mehr hat, sich dagegen zu wehren, sondern das wird eben praktisch dann sozusagen in diesen rassenideologischen Vernichtungskrieg hineingeleitet. Ja, ganz kurz noch, keine Ahnung. Es gibt einen Denkfehler in Ihrem Argument, nämlich, und ich weiß es darum so genau, weil ich mit diesen Akten über 41, 42 gearbeitet habe, die Effizienz des sowjetischen, vor allem des sowjetisch kontrollierten Partisanenkrieges, setzt im Herbst 1942 ein. Das heißt, diese Zahlen und diese geradezu im operativ großen Stil operierende Partisanenarmeen haben sie ab Sommer, Herbst 1942. Vorher spielt das keine zentrale Rolle. Gleichzeitig haben sie aber alle diese Anordnungen bereits auf deutscher Seite vorher bzw. sogar zum Teil vor Beginn der Operation Barbarossa. Und wir haben Aussagen ohne Not, etwa von Heusinger, nach dem Kriege, und selbst auch er selber sagte, dass bewusst die Frage des Partisanenkrieges, der Partisanenbekämpfung und der Ausrottungspolitik bewusst vermengt worden ist. Und das können wir an ganz, ganz vielen Beispielen zeigen und herunterbrechen, bis zu den einzelnen Meldungen, wenn wir eben Meldungen haben, in denen es heißt, sagen wir, 2000 Partisanen erledigt, dabei 50 Gewehre erbeutet, eigene Verluste, ein Verwundeter,
ist das schon ein Indiz, das dafür spricht, dass es hier nicht primär um Partisanenkrieg geht. Das hat nichts, ich will das wiederholen, das hat nichts damit zu tun mit der Totalität der Partisanenkriegführung. Die hat es auch schon vor 1942 gegeben, aber diese Effizienz spielt bis dahin, bis 1942, keine so große Rolle. Umgekehrt kann man sagen, dass aber Wehrmachtarmeen, Oberkommandos sehr gerne Dinge, die nicht funktionierten auf ihrer Seite, das konnte man auch bei einer ganzen Reihe von Fällen nachweisen, gerne auf das Wirken von Partisanen zurückgeführt haben. In dieser ersten Phase, gerade 41, wo es die ganz großen Probleme gab. Auf das Wirken von Partisanen zurückgeführt haben. Ja. Patrick Kurz, Gastwissenschaftler hier. Ich wollte Ihnen erstmal sehr danken für diese differenzierte Darstellung. Wenn man mit diesem Thema gerade in Amerika oder in der angloamerikanischen Welt konfrontiert wird, neigen doch viele zur Reduzierung. Also dann sind das die willigen Helfer oder es ist die blutige Erde, die alles bestimmt, der Raum. Und da finde ich das hier sehr, sehr, sehr lobenswert. Meine Frage geht jetzt doch mal in eine internationale Richtung. Also Sie sprachen das allgemein Menschliche an. Ja. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht oder wie problematisch, so etwas doch international einzubetten, also komparativ vorzugehen? Die Frage ist ja hier, was ist das Singuläre, ja, das Deutsche, die deutsche Wehrmacht? Sie haben vieles dargestellt, aber wie ordnet man das ein? Ja, es gibt zum Beispiel interessante Forschung zu Verhalten der amerikanischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg im Pazifik im Vergleich zu dem europäischen Raum. Solche Dinge. Geht das immer, sobald man so etwas anstrengt, in Richtung einer gefährlichen Relativierung oder ist das etwas, was eigentlich erkenntnisfördernd sein kann? Ja, natürlich. Also ich denke, der Vergleich ist natürlich ganz, ganz wichtig, vor allem, weil man dann auch sieht, es gibt eben bestimmte Strukturelemente, die sind eben auf jedem Kriegsschauplatz ähnlich. Ich meine auch im Pazifikkrieg werden kaum Gefangene gemacht. Das hat aber natürlich was auch mit dem Verhalten der Japaner wiederum zu tun. Ich meine, das Entscheidende ist eben für die Wehrmacht jetzt, da gibt es eben doch ein großes Setting und eine Ideologie und auch die Bereitschaft, da an ganz bestimmten Schrauben zu drehen. Und ich denke auch, das ist ja nun auch gerade für angehende Offiziere eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Das sind im Grunde genommen relativ wenige Leute, also jetzt die da diese Veränderungen machen, und auch, es sind wenige Anordnungen, aber plötzlich beginnt dann so eine Sache völlig aus dem Ruder zu laufen. Und das ist natürlich auch eine generalisierte Erfahrung des Krieges. Bekanntes Beispiel Andersonville, im Sezessionskrieg, dieses eine Gefangenenlager, wo es dann auch völlig also katastrophal wird. Und natürlich wäre das auch ganz, ganz wichtig. Vor allem auch natürlich auch die Frage natürlich die Deutschen und die Sowjetunion. Ich meine, die Amerikaner, die lieben natürlich auch immer so flotte Thesen. Und da war ja nun auch, Omar Bartow hat da auch das große Buch über die Wehrmacht geschrieben. Und es gibt, wie man inzwischen weiß, eben auch die sowjetische Seite, die brutal, die leert ihre Gefängnisse, ermordet die alle, weil sie nicht wollen, dass die Deutschen die befreien. Die Wehrmachtssoldaten ganz am Anfang kommen in das Land rein und reagieren natürlich ähnlich wie die Amerikaner in Dachau und sagen, das ist ja grauenhaft. Omar Bartow sagt, naja, der Mann hat praktisch die eigenen Verbrechen dann auf den Gegner projiziert. Die Deutschen haben dann tatsächlich so reagiert, aber sag mal, das Problem ist auch, und ich glaube, das war auch mein Anliegen, Ihnen einfach mal eine Vorstellung zu geben, wie kompliziert das ist. Und aber natürlich der internationale Vergleich, ganz, ganz wichtig. Ein anderer Punkt noch, und das ist natürlich auch sehr, sehr interessant, die Amerikaner zum Beispiel, da gibt es ja dann die Historical Division nach dem Krieg, die lernen natürlich auch von den Deutschen. Und gerade Stichwort Partisanenkrieg, da sind die Amerikaner sehr, sehr interessiert. Stichwort, wie kommt der deutsche Schäferhund nach Vietnam? Also die schauen sich das natürlich sehr an. Ob das ist natürlich dann teilweise militärisch effizient, aber die Frage ist natürlich auch, welche Folgen hat dann sowas? Natürlich, klar. Wobei auch jetzt nochmal, also es gibt natürlich auch, es gibt den Generaloberst Schmidt, der macht natürlich schon sowas wie ein bisschen wie Counterinsurgency. Das Dumme wieder mit den falschen Russen auf der anderen Seite. Also, ja, okay. Wer? Ja, vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag, Felix Wirkert hier, Mitarbeiter im Völkerrecht. Mhm. Und ich habe eine Frage zu dem Bewert. Sie nehmen ja bewährt, also Sie haben die historischen Fakten und Sie haben uns eine Bewertung dieser Fakten auch dargeboten. Und was mir sagen vor meiner eigenen fachlichen Verbildung vielleicht nicht so ganz klar geworden ist,
welche Kriterien Sie dann heranziehen, um diese Bewertung vorzunehmen. Sie haben irgendwann gesagt, dass die Hauptschuld trage sozusagen die obere Führungsebene. Und an anderen Ebenen haben Sie gesagt, völkerrechtlich ist das so in Ordnung oder das war irgendwie völkerrechtlich nicht in Ordnung. Ja. Und dann frage ich mich, also gut, wenn wir über Schuld reden als strafrechtliche Kategorie, dann ist es so, dass Schuld natürlich die sagen Anstifter auf der obersten Ebene oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen, trifft, aber natürlich jeden einzelnen Soldaten, der ein Verbrechen begeht, eben auch genauso. Und dann hatten sie aber auch wieder Kriterien, sozusagen die Absurdität des Krieges, die Schwierigkeit der Entscheidungstreffen, die komplett außerrechtlich sind, die eine moralische Bewertung des Ganzen sind. Und dann müssten wir aber sagen, wenn wir moralisch rangehen, dann kann es eigentlich ja auch nicht relevant sein, ob die Geiselerschießung völkerrechtlich zu dem Zeitpunkt okay war, weil moralisch müssten wir dann ja auch wieder eine ganz, also da könnten wir sozusagen auch diese Gegenthese vertreten, die alles in einen Brei wirft, die Sie am Anfang kritisiert haben. Das ist schon richtig. Ich meine, mir ging es darum, hier natürlich jetzt mal einen groben Überblicksvortrag zu machen und natürlich auch mit den Methoden des Historikers. Ich meine, das ist ja auch das Problem, sagen wir mal, die Wirklichkeit des Krieges und der Versuch der völkerrechtlichen Einhegung, das ist ja ein dialektischer Prozess. Und Sie haben ja nun viele, die großen Genfer Konventionen, die eben erst nach 45 aufgrund, brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Und das ist natürlich das Problem. Und wenn ich das jetzt sozusagen lege artis machen würde, da sind auch teilweise sehr komplexe Fragen dahinter. Zum Beispiel die Frage mit den sowjetischen Kriegsgefangenen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja gut, die Deutschen hatten auch nicht genug zu essen. Da muss man dann eben sagen, wie ist der Entscheidungsprozess auf deutscher Seite? Wann, oder jetzt mit dem Partisanenkrieg, was du auch Bernd erwähnt hast, dass die Befehle am Anfang schon in eine ganz bestimmte Richtung laufen. Ich denke, wenn man das rein juristisch bewerten würde, wäre das zu wenig. Ich glaube, so habe ich es auch in meiner Arbeit gemacht, ich habe im Grunde genommen mit allen drei Kategorien gearbeitet und das dann auch jeweils gekennzeichnet. Das ist, ich meine, das wäre jetzt hier für eine Dreiviertelstunde, wäre das definitiv zu viel. Und würde, glaube ich, auch der Sache nicht wirklich gerecht werden. Aber nur, dass man sich das natürlich immer mal wieder klar macht. Ja, Herr Hartmann, vielen Dank für diesen Vortrag und der Versuch einer wissenschaftlichen Annäherung zu dem Thema. Ich musste an meinen S1, S3 Offizier in meinem Mod-Bataillon denken, einen Oberstabsfeldwebel, eine eindrucksvolle Persönlichkeit, der mir erzählte, als er zu seinem Vater kam, Anfang der 60er Jahre, und ihm sagte, ich habe mich freiwillig gemeldet, ich will Soldat werden, da hat ihm sein Vater eine Ohrfeige gegeben, und zwar eine richtig harte. Dieser Mann hat 6 Jahre als Infanterist gedient auf dem Balkan. Dieser Mann konnte seinem Sohn nie erzählen, was er erlebt hat. Und als der Sohn ihm sagte, ich will Soldat werden, hat er ihm eine geklebt, eine gescheuert. Und das ist ja die Erfahrung unserer Nation, unserer Bevölkerung, unserer Väter und unserer Mütter, unserer Großväter und unserer Großmütter. Diese traumatische Erfahrung, die uns noch unter der Haut steckt. Und ich wünsche mir für unsere jungen Soldaten, dass sie, wenn sie einmal Vater oder Mutter geworden sind, ihren Kindern eigentlich immer erzählen können, was sie getan haben. Und diese Debatte um die Traditionswürdigkeit der Wehrmacht in der Bundeswehr muss doch nach meinem Verständnis doch dazu führen, wir müssen uns diese Wehrmacht vor Augen halten, was da geschehen ist, und diesen Blick in den Abgrund, in einen menschlichen Abgrund aushalten. Sie haben uns Bilder gezeigt. Diese Bilder sind fürchterlich. Und wir müssen diese Bilder aushalten, wenn wir verstehen wollen, was im 20. Jahrhundert geschehen ist. Und was vielleicht auch, wenn wir verstehen wollen, was die Leistung ist dieser Generation, die aus dem Krieg herausgekommen ist und unterschiedliche Antworten gefunden hat. Was lernen wir daraus? Helmut Schmidt zum Beispiel oder die Bewegung ohne mich und die Haltung unserer Gesellschaft heute. Und wenn wir uns das nicht vor Augen halten, dann verstehen wir die Debatte in unserer Gesellschaft heute nicht. Und wenn wir diese Debatte nicht verstehen, dann finden wir auch keine Antworten, adäquate Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit heute. Wir müssen diesen Blick in den menschlichen Abgrund aushalten. Und das ist leichter gesagt als getan. Es ist bitter. Vielen Dank. Da kann ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das ist eigentlich auch ein wunderbares Schlusswort. Das Einzige ist, mein Vater ist Jahrgang 28, der war noch Luftwaffenhelfer.
Und der fand auch, ist überhaupt nicht gut, dass ich Reserveoffizier geworden bin. Der hat natürlich auch gerade diese Generation am Ende des Krieges, das war nicht mehr besonders beeindruckend, was die erleben mussten. Also allein auch von ihrer Einheit. Aber natürlich, klar. Dankeschön. Ja, natürlich. Herr Professor, meine Frage richtet sich in Bezug auf den neuen Traditionserlass und ich würde Sie gerne um eine Art Stellungnahme oder persönliche Einschätzung gerne in Bezug zur Wehrmacht, gerne auch generell bieten oder bitten. Vor dem Hintergrund, dass ich persönlich diesen Traditionserlass, und das überrascht mich vielleicht mit am meisten, als ein Bravourstück bewerten muss, weil er für mich genau das erfüllt, was der alte Traditionserlass nicht erfüllt hat, der für mich, der alte meine ich jetzt, eher so eine Art Traditionsverständnis mit diktatorischen Zügen hatte, nach dem Motto, wir geben euch drei Säulen und alles, was darum ist, vergesst ihr mal, das kommt nicht zur Sprache, da reden wir nicht drüber, das ist nicht traditionswürdig. Und gerade jetzt in Bezug auf die Wehrmacht, auf was ich dem Entlass und Referenzen zum Entlass entnehmen konnte, ist ja genau das Gegenteil, dass man sagt, wir geben euch eine linke und rechte Grenze vor, wie man das so schön sagt. Und dann füllt das in den Kompanien, in den einzelnen Bataillonen, in den Regimentern, füllt das selbst mit Leben, indem wir euch sagen, die Wehrmacht als Institution, ganz klar, das ist richtig und die richtige Konsequenz ist nicht traditionswürdig, aber wir geben euch die Möglichkeit, in Form einer Einzelfallprüfung selbst zu entscheiden, anhand der Werte, die wir heute an unserer Armee ansetzen, zu sagen, dass diese Person, wenn sie das getan hat oder sich diesen Befehl verweigert hat, traditionswürdig ist. Ja. Und ähnlich ist das ja auch mit der NVA, die glücklicherweise jetzt auch in diesem Traditionserlass Erwähnung findet und ähnlich gehandhabt wird. Also das ist auch eine Würdigung, die irgendwo auch Teil einer wichtigen Aufarbeitung der Geschichte ist, würde ich jetzt mal sagen, gerade für die Bundeswehr. Ich meine, ich kann da gar nicht mehr viel dazu sagen. Das war eigentlich schon ein Statement und ich finde das eigentlich sehr gut. Ich meine, ich war auch Teil, das waren ja vier Veranstaltungen, bei denen sich die Ministerin eigentlich kundig gemacht hat und ich fand schon das eigentlich sehr gut. Es hat mir nicht häufig, dass Politiker zuhören und das hat sie auch so gesagt und das hat sie auch sehr ernst genommen. Und einmal war ich mit dabei und habe das auch erlebt, wie das gelaufen ist und das fand ich eigentlich alles sehr, sehr gut. Natürlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Bundeswehr hat sich verändert, ihre Situation hat sich völlig verändert und dieser alte Drei-Säulen-Erlass, natürlich wurde der Situation der Bundeswehr überhaupt nicht mehr gerecht und jetzt auch diese Emich-Cambrai-Kaserne, gut, einfach gut, natürlich, klar, kann ich gar nichts mehr sonst dazu sagen, aber es ist gut, dass Sie es angesprochen haben. Herr Dr. Hartmann, ich hätte gerne noch eine lebensnahe für uns Offiziere oder werdende Offiziere, vielleicht wichtige Frage, die gleichzeitig auch etwas basal klingen mag. Wo sehen Sie Ansatzpunkte bei der historischen Bildung in der Truppe, sich mit dem Komplex Wehrmacht auseinanderzusetzen, ohne ihn zu relativieren und ihm auch gerecht zu werden? Weil Sie kennen vor Ihrem Hintergrund natürlich politische Bildung, historisches Kalenderblatt oder Auseinandersetzung, wie auch immer man es nennen mag, Diskussion. Die führen Sie halt nicht in einer Universität oder auch nicht in dem Rahmen, dass jeder Abitur vor Ihnen hat, sondern es ist ein ganz unterschiedliches Geschichtsverständnis, Geschichtsbewusstsein da. Mein Opa, der hat in einem reinen Krieg gekämpft oder wie auch immer, mit irgendwelchen Bildern, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und wo sehen Sie da Ansatzmöglichkeiten für uns ein Geschichtsverständnis zu etablieren als Offiziere, was der ganzen Situation gerecht wird? Also da würde ich Ihnen zwei Dinge empfehlen. Das erste, lassen Sie einfach mal die Quellen sprechen. Und zwar, ich meine, es ging jetzt heute Abend um die Verbrechen, aber natürlich kann man auch einfach mal erzählen über die Wirklichkeit des Zweiten Weltkrieges. Und was auch mal ganz wichtig ist, mal bei den Soldaten ein Gespür dafür entwickeln, dass es auch Kriege gibt, die ganz anders laufen, als man sich es heute vorstellt. Beziehungsweise, dass solche Wirklichkeiten uns vielleicht auch mal wieder einholen können. Und ich meine, es gibt ich weiß, ja, warten Sie mal, ein Buch habe ich jetzt sogar hier. Wofür es lohnte, das Leben zu wagen. Das ist ein jüdischer Arzt. Also, nee, der hat eine Jüdin als Frau, so ist es. Und er ist
wie man damals sagte, jüdisch versippt und meldet sich freiwillig, um praktisch ja auch seine Familie zu sichern. Und er erzählt vom Krieg, wahnsinnig eindrucksvoll. Ein anderer Punkt, und das ist eigentlich ja auch ganz spannend, wir leben ja immer mehr in einer multikulturellen Gesellschaft und ich habe dann oft in meinem an der Bundeswehr-Uni einfach die Leute gefragt, wie ist denn bei Ihnen der Zweite Weltkrieg präsent? Und dann kommen eben auch nicht nur deutsche Erzählungen, sondern auch Erzählungen aus der Ukraine oder weiß der Kuckuck woher. Und auch das ist unheimlich spannend, wenn die Leute einfach mal, und gerade bei Soldaten, die Erfahrung habe ich doch gemacht, dass, sagen wir mal, die Familienüberlieferung, dass die da doch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und diese Geschichten auch einfach zusammenzubringen, das ist sehr spannend. Eine andere Sache, was ich auch gemacht habe, das ist jetzt an der FÜAG, das war mal mit den Leuten, was ich eine gute Serie finde, die Band of Brothers, mal wirklich 10 Stück hintereinander zu sehen und dann mal wirklich zu diskutieren, was wird da gezeigt, was sind die allgemeinen Probleme, wie war die historische Situation, wie weit wurde das abgebildet, wo wurde es nicht abgebildet. Durch Filme. Die Filme, diese öffentlichen Bilder, die sind ja nun auch in den Köpfen der Leute. Das sind so Zugangsmöglichkeiten.